Das wird in der Woche. Auf der Flucht. 378 Extremisten sind nicht daheim, wenn die Polizei klingelt. Sie sind auf der Flucht. Darunter Totschläger und Mörder und Gewaltverbrecher, Gewalttäter, Schläger, alles mögliche, was sich eben so im Links-, im rechtsradikalen Raum halt so rumtreibt. Immer wenn die Polizei kommt, sind die nicht da. Ich wäre natürlich auch nicht da, wenn ich Verbrecher wäre und die Polizei kommt. Aber Sie wissen doch, ich bin doch harmlos, oder? Sonst würde ich doch gar nicht hier auftreten können. Der Scheirer, ein ganz, ganz frommer Mann, hat ja gesagt, das mit den Verbrechen kommt wegen dem anderen Kulturkreis. Er meinte natürlich die in Köln, die Nordafrikaner, die Ägypter und was da alles, was sich da alles... Das ist sie, die verstehen nicht, wie man hier zusammenlebt, verstehen Sie? Die haben keine Ahnung. Die müssen erstmal auf Vordermann gebracht werden. Vordermann, das ist das Wort, nicht? Die müssen erstmal erzogen werden in unseren Kulturkreis. Aus unserem Kulturkreis kommen natürlich auch die von Auschwitz. Ich weiß jetzt nicht, ob da viele Nordafrikaner dabei waren. Und aus unserem Kulturkreis kommen auch die Mörder von Kindern. Jede Woche 4 werden tot gemacht aus ihrer Verwandtschaft in unserem Kulturkreis. Aus unserem Kulturkreis kommen auch die Schläge für die Frauen, die Vergewaltigungen, die Kindsmisshandlung, der Kindermissbrauch. Fast jede dritte oder vierte Frau ist schon einmal in ihrem Leben sexuell angegangen, beleidigt oder vergewaltigt worden. Das ist unser Kulturkreis, Herr Scheirer. Soll man sich da anpassen? Oder soll man da besser aufpassen? Und nicht daheim sein, wenn die Polizei kommt? Weiß man's?